Willkommen zurück zu einer neuen tech-tastischen Folge TerraTech. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die dem letzten Video eine Bewertung gegeben haben. Was ist passiert? Was ist passiert? Wo ist meine ultimative Killermaschine? Ja, die ist weg. Warum ist die weg? Hier, direkt vor meiner Basis, stand ein riesengroßes Monster und hat mich gefressen. Es hat mich wirklich, man kann es nicht anders sagen, es hat mich gefressen. Ich habe jetzt hier drüben mal so eine Raffinerie gebaut. Und wir müssen unbedingt neue Teile sammeln. Denn wir haben nichts. Leute, wir haben wirklich nichts. Einfach nichts. Einfach gar nichts. Alles wurde mir genommen. So. Dann setzen wir dich mal hier hin. Dann die kleine Kabine machen wir hier hin. Ja, dann müssen wir wieder mit denen arbeiten, so gut es geht. Moment, hier muss ich eins dazwischen setzen. Oh, ich liebe das Bauen. Das war Sarkasmus. Ich liebe es nicht, weil es immer so wuselig ist. So. Dann einmal hier eine Reihe. Und hier eine Reihe. Und dann machen wir das hier noch ein bisschen höher. Da hinten auch noch ein bisschen höher. Gut, Panzerung haben wir richtig, so gut wie nix. Können wir drei hier hinsetzen. Drei hier drüben. Bisschen was an die Front. Und Ende im Gelände. Gut, Waffen, was haben wir noch bei Waffen? Geil, vier Stück von denen. Das ist ein Furz. Ah, Moment, ich muss hier noch eine Reihe ziehen. Das ist einfach ein Furz. Ich muss ganz viel Krempel zerstören, um hier überhaupt irgendeine Chance zu haben. Batterien wären gut. Gib mir mal Batterien. Gib mir mal bitte ein paar Batterien hier drüben. Wir haben jetzt hier diese Transmitter, dadurch haben wir Energie. Dann hätte ich ganz gerne hier so ein Schild. Ein Doppelschild. Naja, das hält hier drüben. Eigentlich müsste man die vielleicht irgendwie hier vorne platzieren. So, warte mal, ich klopp dich mal hier unten rein. Dann gibt man mal hier noch so einen Block. Okay, die Schilde, die müsste man eigentlich überall so ein bisschen verstecken. So. Dann, was habe ich noch Tolles? Eigentlich gar nichts. Also wie gesagt, wir besitzen im Moment absolut nichts. Alles haben sie uns genommen. Alles. Dann, ja, wir müssen ja Sachen wieder sammeln, weil wir brauchen ja jede Menge Ressourcen. Kloppen wir ein paar von denen hier hin. So, dann, wie sieht's aus? Waffen, Waffen, Waffen. Ohne Waffen geht ja nichts. Dann machen wir mal eine Reihe hier hin. Dann eine umgedrehte Reihe hier hin. So. Dann mach mir bitte die hier hin. Okay, das funktioniert. Dann bitte die hier so. Alles klar, wir haben ein bisschen Feuerkraft. Hier noch was hin. Hier noch was hin. Perfekt. Und dann brauchen wir auf jeden Fall die hier noch. Für den Angriff. Kreissägen an die Seite. Ja, warum nicht? Ich wünschte, ich hätte mehr davon. Okay, das Baby fährt noch. Ein Radar wäre gut. Ein Radar, ein Radar, ein Radar. Radar ist Pflicht. Ohne Radar gehe ich nicht. Ja, mach hier hin. Und ein Magnet. Mein Magnet wurde zerstört, deswegen müssen wir den hier nehmen. Gut. Ja. Das Ding hier kann man zwar mitnehmen. Ja, das kann man hier mitnehmen, aber... aber man kann es nicht einsetzen. Man muss es im Boden verankern. Ist zwar cool, aber auch ein bisschen unpraktisch. Na gut. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal los. Wo ist der Feind?
Oh, fuck. Der da drüben ist einfach zu heftig. Der ist wirklich einfach zu heftig. Pack ich nicht. Da gehe ich kaputt. Ich brauche mehr Waffen. Viel mehr Waffen. Und mehr Ressourcen. Wir legen jetzt los, die Ressourcen zu verarbeiten. Ich habe hier schon die Raffinerie gebaut. Ich habe hier auch so ein Terminal gebaut, damit man die Sachen verkaufen kann. Ich vermisse meine alte Mühle. Aber sie haben sie mir genommen. Okay, Big Top, irgendwo da drüben. Alles klar, wir müssen ihn zerstören. Mach ihn fertig. Okay, ich glaube, der kann nix. Aber er lebt noch. Moment. Nein. So. Und jetzt werden die ganzen Sachen hier weggelutscht, oder? Energie, 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 Energie. Energie, Energie, Energie. Noch ein bisschen Energie. Energie. Und jetzt saugt ihr die ganzen Sachen langsam rein. Und wir besitzen sie. Aber leider hatte der dicke Junge hier keine spannenden Sachen. Okay, gehen wir mal hier drüben zu Crafty Mike. Mike, du alter Lappen, du. Ich hoffe, du hast was Brauchbares. Da drüben sind noch mehr Gegner. Ja, die Gegner wollen es mittlerweile wissen. Die meinen es ernst. Die meinen es richtig ernst. Was ist das eben gerade gewesen? Feinde? Kumpel, alles gut? Ahoi! Yo! Was geht's? Du hast da vorne einen Gegner. Ich hol den mal weg für dich. Bitteschön, gern geschehen. Ich glaube, der hat gar nichts verloren. Wir haben ihn so pulverisiert, der hat nichts mehr. Okay, die Kreissägen kann ich mir auf jeden Fall sparen. Also, Mikey Boy. Dann quatsch mal los. Okay, wir müssen hier wieder zusammenbauen. Also, dieses Ding muss dahin. Gut. Kiddo. Ein Filter. Okay, das ist ja richtig spannend. Das wird ja wirklich wie Factorio. Moment, das muss ich hier drauf. So. Wie, jetzt was? Ah. Okay. Dann erklär's mir. Ich hab gefragt. Nein, eigentlich habe ich nicht gefragt. Sonderzustellung. Dann hau mal runter, Kumpel. Was ist das hier? Eine Raffinerie. Ein Brennofen. Okay, wir haben also hier einen Brennofen. Und jetzt haben wir Energie. Jetzt hier so ein Saugerli. Jetzt müsste der hier eigentlich saugen. Ach, der hat seine eigenen Materialien. Und jetzt nimmt er hier nur Holz und das andere wird beim Lager gelagert. Genial, super. Mike, du bist echt der Beste. Hammer Typ. Okay, bekomme ich das geschenkt? Okay, die verwenden nur Holz. Also. Aber jetzt kann ich hier alles Mögliche auswählen. Nur Treibstoffe.
Okay, und jetzt werden wir sehen, was man dazu alles verwenden kann. Das rote hier wahrscheinlich, oder? Ja. Wahrscheinlich auch das hier. Und? Nee, das nicht. Okay, da hinten hängt schon eins. Ja gut, das nicht. Jetzt haben wir hier Erz. Das Deutsch da unten, ne? Super geniales Deutsch. Super hammer geniales Deutsch. Kann ich das eigentlich hier dran klemmen und es funktioniert? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Kann ich sowas hier dran klemmen und es funktioniert? Wahrscheinlich auch nicht. Na gut, dann einpacken. Und das da drüben auch. Pack es ein, Junge. Na komm, lutsch es weg. Sehr gut. Ja, wäre zu schön gewesen, wenn wir das auch mobil verwenden könnten. Es gibt irgendwo ein paar Videos, habe ich mal gesehen, wo jemand sowas gemacht hat. Aber das geht nicht so leicht und ich glaube, man braucht jede Menge Fläche. Und jetzt schon wieder irgendwelche Viecher jagen. Oh Gott, nein. Und die sind mittlerweile alle so super stark. Ist nicht mehr so wie früher, wo man gemütlich ein bisschen die Gegner zerkloppt hat. Nein. Jetzt ist jeder Gegner ein wandelnder Albtraum. Also, wo ist der Feind? Ich will ihn vernichten. Hier drüben. Okay, der ist ein Furz. Der ist genau auf meinem Level. Piu, piu, piu. Piu, 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 James. Piu. Alter James, komm, stirb. Ich habe keine Reparaturbubble mehr. Was voll ätzend ist. Alter James, echt jetzt? Haut ihn mal weg, Jungs. Ja, genau, perfekt. Weiter, 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 weiter. Dankeschön. Ein dickes, fettes Dankeschön von mir. So, wo ist der nächste Feind? Hier drüben. Und du bist auch ein Furz. Cool. Freue ich mich. Ich stehe auf kleine Fürze. Komm schon. Oh, den Block hätte ich ganz gerne gehabt. Verdammt. Der ist so klein, den treffen wir nicht mal. Mach den fertig, Jungs. Ich habe kein Schild mehr. Shit. Komm schon, der ist so winzig. Kleine Gegner gehen einem voll auf den Sack, ne? Weil die ganze Zeit nur hier um einen herumfahren und am Ende dann noch irgendwie gewinnen. Guck mal, der kann nicht mal mehr Schaden machen. Der ist einfach nur noch lästig. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Nein, er versucht sich irgendwie zusammenzuschustern. Bring it on. Er hat doch nichts mehr. Er macht trotzdem kontinuierlich Damage. Endlich. Verdammt, noch eins. Okay, wir gehen kurz nochmal zurück und reparieren und laden die Batterie auf. Ich bin so langsam, so super mega langsam. Ich roll zu meiner Heimatbasis. Was ist da drüben? Oh, der große Junge ist da drüben. Okay, wir müssen Kanonen an die Seite machen. Wir brauchen rundum Kanonen. Rundum. So, geh ich mal hier hin. Boah, wir brauchen mehr davon. Wir brauchen viel mehr Raffinerien. Also, Kanonen an der Seite wollen wir, ja? Alles klar, dann machen wir das. Moment, was ist das hier? Oh, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Der Kleine hier, der muss weg. Tschüss. Und dann bitte... Können wir den hier nicht dran kleben? Ja, Moment, da war's. Yes, viel besser so. Viel, viel besser so.
Wir müssen aber nur jetzt ein bisschen mehr davon bauen. Okay, hier habe ich noch so eine Lieferkanone. Ich habe kein Band, oder? Warum bekomme ich denn nie Band? Aber hier ist noch eine weitere Lieferkanone. Was ist, wenn ich... Ja, okay. Wenn ich so eine Mini-Variante davon baue... Moment, wir machen... Das hier hin. Das dahin. Kannst du damit irgendwas anfangen? Und dann... Moment. Was habe ich denn jetzt hier gebaut? Eine Raffinerie oder ein Hersteller? Ah, es funktioniert. Und dann hier direkt nebendran noch eine Lieferkanone. Moment, 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 Moment. Ich muss hier ein bisschen was umstecken. Und jetzt noch ein Stück nach hinten. Na gut, dann halt so. Meine Güte. Habe ich denn hier nicht noch eine Reparatur? Bubble? Das hier ist fürs Reparieren. Okay, war's das? Gut, alles verarbeitet. Sehr gut. So macht man Geld. Jetzt brauchen wir nur noch davon irgendwie 10 Stück. Dann läuft's. Ach, lass sie mal hier. Alles klar, wir haben Energie. Jetzt wollen wir Kanonen an der Seite, ja? Kanonen überall. Dann würde ich sagen, machen wir dies. So, und hier auf der Seite machen wir die hier. Nein. Na. Drehen, 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 drehen. Perfekt. Okay, besser wird's nicht im Moment. Leider haben wir nicht mehr Materialien. Gut. Jetzt hole ich erstmal den da vorne, bevor der meine Basis angreift. Und dann hole ich ihn da hinten. Und dann werde ich die Raffinerien weiter ausbauen. Und irgendwann kommen wir dann in die Produktion. Dann können wir selber Sachen herstellen. Und dann machen wir richtig Space Cash. Na, Alter. Ready to die. Komm, ich habe überall Kanonen. Außer hinten. Komm schon. Oh, da vorne ist irgendwas... Ja, ja. Geh jetzt nicht kaputt. Ich habe gute Sachen geerntet. Ich habe wahrlich gute Sachen geerntet. Was ist das hier drüben? Großes Rad? Ein so großes graues Rad? Ich wusste gar nicht, dass die so groß sind. Ist irgendwas kaputt gegangen oder steht alles? Es steht alles, oder? Dann liefer das bitte ab. Das waren gute Sachen. Und gib mir noch ein bisschen Energie. Für den nächsten harten Kampf. Okay, wir bekommen Energie. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ballert hier alles weg. Very nice. Alles schön hier verarbeiten und raus damit. Genau so muss das laufen und wir haben volle Energie. Okay, jetzt kommt die Rache. Ich hoffe, wir gehen nicht drauf. Hoffe ich wirklich. Können wir hier noch was verkaufen? Willst du was haben? Hier, nimm den Schrott. Danke. Also, jetzt gegen den verdammten Riesenklumpen da hinten. Die Gegner werden immer größer. Ach du Heilige. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Da ist noch so viel Wald im Weg. Das gibt jetzt eine richtige Rangelei. Mach ihm Schaden. Yes, auf Distanz ist gut. Gib ihm, gib ihm, gib... Er ist zerbröckelt. Er ist zerbröckelt. Er ist kaputt.
Oh, ich habe ihn sauber weggeholt. Oh, komm schon, Baum! Ich muss das schwarze Loch holen. Alter, zerstört diesen Kristall. Danke. Und wir rollen super langsam Richtung Glück. Ein bisschen was kann hier rein. Und dann nehme ich mein schwarzes Loch mit. So, hier, nimm. Noch ein bisschen. Ja, bedien dich. Lutsch es runter. Gutes Mädchen. Und jetzt sammeln wir die ganzen Teile da hinten. Fette Beute. Absolut fette Beute. Wann können wir endlich fliegen? Wann beginnt endlich der große Traum vom Rumfliegen? Wow, ist das viel Zeug. Alter, oh, zwei Laser. Kanonen. Ganz viele Basisblöcke. Irgendwas Krasses da hinten. Was ist das da hinten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geile Sachen. So, wo sind die Gegner? Wo ist der Enemy Number One? Das ist das Loch hier, falls ich drauf gehe. Wenn ich das verlieren würde, wäre schon irgendwie ärgerlich. Warte, hier drüben ist noch irgendwo ein Gegner. Greif jetzt ja nicht mein Loch an, Kumpel. So, das hier nehme ich mit. Was ist das da hinten? Keine Ahnung, kann man nicht sehen. Und die anderen sind weit weg. Ich hasse Ressourcen. Ich freue mich aufs Fliegen. Oder wenn ich irgendwas habe, was so viel Schaden macht an den Ressourcen mit den Reifen, dass ich alles überrollen kann. Okay, friedlich. Friedlich ist gut. Du bist also ein Freund. Oh, fuck you. Ach du... Oh mein Gott! Oh oh. Nix gut. Okay, wir bleiben hier wieder auf Distanz. Der hat ziemlich viele Schilde und Sachen zum Heilen. Und meine Batterie ist natürlich jetzt genau leer gegangen. Top. Perfekt. Einfach perfekt. Alter, wie lange hält das denn? Jetzt. Mach einen Dote. Wir haben gewonnen. Sieg. Victory. Ist doch niemand. Oh, echt jetzt? Okay, Kleine. Gott sei Dank Kleine. Obwohl, Kleine sind genauso mies wie Große. Wow, 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 wow. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und jetzt auf den da vorne. Der Einzige, der noch irgendwas hat. Okay, die Waffensysteme sind alle runtergeschossen. Die können schon mal keinen Schaden mehr machen. Obwohl, der eine hier, der hat noch irgendwas. Wahrscheinlich so eine Kabine, die angreifen kann. Ich will fliegen. Ich will sowas von fliegen. Alter, der hat keine Reifen mehr. Der hat nichts mehr, der eine da unten. Das war doch nur noch irgendwie eine Latte. Eine wandelnde Latte. Hey, Kumpel. Rami. Wenn du willst, kannst du mir helfen. Von wegen Rettung. Da kommt auch noch mehr. Okay, ich bekomme eine Belohnung. Der hier ist noch am Leben, ne? Also nur so als Info. Jetzt ist er kaputt. Hui. Ich glaube, der kleine Rami gehört jetzt uns. Ein Magnet.
ein riesengroßer Schrottmagnet. Das ist toll. Dann rollen wir mal zurück zum schwarzen Loch. Ich würde ganz gerne grün mitnehmen. Dich da. Perfekt. Moment. Jetzt ist es perfekt. Okay, wir haben jede Menge Ressourcen. Wir haben es im Griff, würde ich sagen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, wie ich endlich durch die Gegend fliege, dann schreibt es in die Kommentare. Lasst es mit einer Bewertung wirken, spüren, sehen. Bis zum nächsten Mal. Küsschen aufs Nüsschen und tschüss.